So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen zur letzten Folge von diesem Lilith zockt an, und zwar Modern Warfare, die Beta. Ja, da, bevor wir gleich nochmal eine Runde gehen, heute am Ende wird auch noch mein Fazit zu diesem schönen Spiel kommen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für den lieben Enfilate, an den lieben Enfilate sagen, der dann mir das ermöglicht hat, diese Beta überhaupt zu zocken. Beziehungsweise jetzt natürlich anzuzocken. Ne? Wenn ihr bei ihm mal vorbeischauen wollt, Links zu seinem YouTube- und Twitch-Kanal sind unten in der Videobeschreibung. Er ist mit der lieben Insandra immer wieder am Modern Warfare Remastered spielen. Und ich schätze mal, sobald das neue Modern Warfare rauskommt, werden die das suchten wie die Blöden, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, ne? Gerne mal bei denen vorbeischauen, Follow und ein Abo dalassen und so, ne? So, wie sich's gehört, wenn's euch gefällt. So, schnelle Runde. Wir wollen ja noch ein bisschen Shooter-Action sehen, ne? Wir haben's bis heute schon auf Stufe 7 geschafft. Wie war das? Ich glaube, achso, die sind alle schon. Okay, die sind alle schon gemutet. So. Ich werde mal das nehmen. Sorry für die Lautstärke. So. Feindliche Bedrohungen im Einsatzgebiet. Waffen bereit machen. Team Deathmatch. Auf jeden Fall hier eine. Falls sie hier lang rushen wollen, ne? Dann haben wir wenigstens noch. Alles klar. Da ist noch die eine Claymore von mir. Ah, Gott. So viel dazu. Das wird ja heute wieder eine nette Runde. Lade nach! Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. In Deckung! Gut, dass wir in der Höhle sind. Feindliche Drohne über uns! Schade. Guten Tag. Zack. Na toll. Gerade wo ich nur für meine Kollegen noch dingsen wollte. Gerade wo ich für die eben mal. Radarsuche wird gestartet. Brenngranate! Lade nach!
setze Claymore ein. Ihr habt die Kontrolle. Lade nach. Werfe Granate. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarschutz wird gestartet. Haben eine Drohne auf Station. Schick hier die ist der Gor 3-0. Alles klar. Drohnenflug beginnt. Signal verloren. Drohne ausgefallen. Na komm. Feindliche Drohne über uns. Verbündeter Marschflugkörper gestartet. Hat er den erwischt? Ja. Scheint ja schon. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. In Deckung. Glück gehabt. Glück gehabt. Der wollte mich. Wollte eindeutig. So, schnell mal für unseren Sniper hier ein bisschen Muni dagelassen. Lad ihr nach! So. Feindlicher Helikopterschütze im Anflug. Schön drin bleiben. So. Schöner Treffer, Abschuss. Ich wurde zwar auch abgeschossen, aber hey. Ich hab wenigstens auch noch einen mit der. Muss nachladen! Natürlich geschnippert. Hier ist Munition. Wechsle das Magazin. Ah, werfe Granate. Verbündeter Marschflugkörper gestartet. Vorsicht! Verbündete Drohne ist in der Luft. Radar sucht. Ah, uncool. Feindliche Drohne über uns.
Alter, von wo? Oh, diese Campersau. Okay, den habe ich verdient, weil ich einfach mal nach oben geballert habe. Aus nächster Nähe, Kopfschuss. So. Feindliche Drohne über uns. Nett. Weniger als eine Minute. So, falls jemand da mal reingeht. Da hinten irgendwo. Wir sind in Führung. Feinde sind in Führung. Gebt Gas. 30 Sekunden. Wir haben die Kontrolle. Haben eine Drohne auf Station. Marschflugkörper hat Startfreigabe. Komm. Bevor ich sterbe. Gut. Na, scheiße. Da war das Haus im Weg. Oh, ich hab... Ganz knapp, aber ich hab's. Ah, schönes Ding. Ich glaube, ich war Last Kill, den ich gemacht hab. Ah, guck mal, Dretter. Mit einer C28. 10 Abschüsse, 2 Assists, 8 Tode. Level 8 sogar schon aufgestiegen. So irgendein Extra bekommen. Ah, schade. Man hat es nicht mehr gesehen. Das ist schade. So, ich will noch mal kurz gucken, was das für ein Extra war. Das war gelb. Schrapnell. Einstieg mit einer zusätzlichen Premieren-Ausrüstungsteil. Explosionsschaden verzögert die Gesundheitsregeneration beim Feind. Das ist auch nett, ne, wenn man bedenkt. Vor allen Dingen, ah, ist ein nettes Spiel, muss ich sagen. Also jetzt mal kurz zum Fazit. Also Modern Warfare, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe shootermäßig seit Jahren nichts mehr wirklich gezockt. Ne? Ich glaube, das letzte, was ich wirklich intensiv gezockt habe, war AVA. Was ja auch nicht mehr wirklich so toll funktioniert. Ja, die Beta, Modern Warfare. Ich muss ganz ehrlich sagen, mega geiles Spiel. Ich bin ja jemand, der eigentlich eher weniger Shooter-Zocker ist, weil er einfach schlecht ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Also wirklich mega gut. Ne? Allein die Grafik, die ist schon geil. Klar, wird es auf PC-Version dann grafisch bestimmt noch geiler aussehen, ne? Weil das hier ist ja die PS4-Version, ist ja klar. Ich bin aber ganz ehrlich, PC-Version wäre mir tatsächlich sogar lieber, weil mit Maus und Tastatur, da spielt man irgendwie Shooter doch ein bisschen angenehmer, sage ich jetzt mal, als mit dem Controller, weil ich bin, es kann auch Einstellungssache sein, ne?
Aber ich habe so das Gefühl, man dreht sich auch mit der Maus schneller und so. Deswegen, ne? Aber das ist eine Sache, da kann das Spiel ja nichts für. Schön finde ich, dass man hier wirklich eigenes Rüstungssets auf alles bauen kann, dass man hier sich für die Abschüsse tatsächlich sogar noch zusätzliche Sachen freischalten kann. Ne? Also ich sag mal jetzt zum Beispiel für 4 Abschüsse so eine Konterdrohne, ne, mit Stufe 22. Das wäre, da steht gar nicht bei, wie ich das ab freischalte. Aber das da auch nicht. Aber da Stufe 15, Stufe 23. Ne? Klar, es ist eine Beta. Es ist noch nicht 100% fertig. Finde ich aber geil. Muss ich trotzdem. Ne? Auch, dass man hier zum Beispiel später, ne, Aufklärungsdrohne, Spezialmunition, Todesstille, sowas hat. Ne? Dann natürlich auch hier die ganzen Ausrüstungen, ne? Kann man sogar als Lieblingsfraktion festlegen. Oh, ne? Was mich halt am Anfang ein bisschen irritiert hat, dass hier einfach dieser Bildschirm kommt. Multiplayer. Kommt da noch ein Singleplayer? Wenn ja, wird das mehr mit Bots, gegen Bots sein oder... Ne? Wir können uns überraschen lassen, glaube ich. Da wird ja bestimmt noch einiges kommen. Ne? Also wir haben jetzt innerhalb dieser 7 Tage zu Rang 8 geschafft. Also Private First Class 3. Finde ich cool. Ne? Wie gesagt, alles super. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich werde es mir höchstwahrscheinlich sogar holen. Und auch wenn es natürlich meine Leistung zulässt, auch streamen. Aber ich werde es für PC holen. Vielleicht kann ich ja den lieben Infilade, von dem ich ja den Beta-Key bekommen habe, und die liebe Insane Draw überreden, mit mir zusammen zu ein bisschen zu zocken und zu streamen und so. Wer weiß, ne? Und ja. Das war soweit mein Fazit. Das Spiel kann ich, zumindest die Beta kann ich schon mal empfehlen. Ne? Was mich witzigerweise irritiert hat, Enfilade hat mir gesagt, dass, oder in seinem Stream gesagt, das wäre eine Closed Beta. So, hab mich dafür angemeldet, hab das alles gemacht und pipapo, ne? Hab das auch gedownloadet hier auf PS4 und so. Und dann stand da plötzlich Open Beta. Entweder wusste Enfilade nicht, dass das schon zur Open Beta gemacht wurde, oder es ist eine Close Beta und der Open Beta Kram war da irgendwie wohl, ja, falsch geschrieben oder so. Keine Ahnung. Zumindest war es das erstmal für dieses kleine Livers zockt an. Lasst gerne Kommentare da, schaut gerne auch in die Videobeschreibung, dort ist der liebe Enfilade sogar verlinkt. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Livers Kissan.